Herzlich willkommen zu der Social Media Podcast Show. Hier erwarten dich jede Woche spannende Gäste, Tipps, Tricks und Kniffe aus der Praxis für deine Praxis. Und hier ist dein Gastgeber, der Social Media Flüsterer, Patrick Kriebel. Servus, schön, dass du da bist. Im heutigen Podcast geht es um WhatsApp-Marketing. Jetzt denkst du dir vielleicht, was will dieser Mann von mir? Wieso WhatsApp-Marketing? Habe ich ja noch nie was von gehört, das kann ja nur Bullshit sein. Und ich sage dir, WhatsApp-Marketing ist ziemlich geil, ziemlich geil. Und WhatsApp-Marketing läuft unfassbar unter dem Radar der Marketer. Die Leute haben das vielleicht noch nicht so richtig entdeckt, weil es ist relativ frisch im Vergleich zu anderen Plattformen. Wenn du also quasi bei WhatsApp einsteigst, dann bist du dem Wettbewerb in der Regel enorm voraus. Enorm. Ganz kurz, welche Punkte werde ich in diesem Podcast abarbeiten? Warum ist WhatsApp-Marketing ziemlich geil? Was solltest du rechtliches beachten? Welche Einsatzmöglichkeiten bzw. welche Ziele kannst du verwirklichen mit WhatsApp-Marketing? Was solltest du bei der Umsetzung beachten? Dann habe ich noch ein paar Best-Practice-Beispiele und ein Beispiel, wo ich sage, das ist nicht so geil. Das haben die nicht so gut gemacht, die Leute. Ich hoffe, sie haben daraus gelernt. Das werden ihnen aber auch die Zahlen dann sagen. Und ich habe noch ein cooles Tool für dich, was du nutzen kannst. Du kannst es aber auch, du brauchst kein Tool. Du kannst es ganz easy über dein Handy machen. Du kannst dir auch ein zweites Handy mit einer eigenen Nummer holen. Also du brauchst im Prinzip 0 Euro dafür, um das umzusetzen. Aber fangen wir vorne an. Warum ist WhatsApp-Marketing ziemlich geil? Das liegt zum einen daran, weil WhatsApp ist auf Augenhöhe mit Facebook mit 30 Millionen Nutzern in Deutschland. Und das ist natürlich ein Volumen. Fast jeder ist natürlich Quatsch. Aber mehr als jeder dritte Mensch in Deutschland nutzt WhatsApp. WhatsApp, du erreichst so viele Menschen über WhatsApp. Und das ist schon mal ein enormer Vorteil. Dann muss man natürlich noch wissen, dass wir geben es ja nicht zu, aber die Wahrheit ist doch, wir sind Sklaven des Mobiltelefons. Ja, wir liegen auf der Couch, chillen, gucken uns einen Film an und wir haben Hunger, nö, wir bleiben liegen. Wir haben Durst, nö, wir bleiben liegen. Uns fällt was runter, nö, später. Aber wehe, das Handy ist nicht. Wenn das Handy nicht da ist, dann werden wir nervös, dann stehen wir auf, wir suchen es und wenn wir es nicht finden, dann rufen wir uns auch noch selber an, damit wir bloß ganz schnell das Handy wiederfinden. Und wir machen eigentlich zwar dann nichts mit dem Handy, aber das Handy muss immer bei uns sein. Das Handy muss immer bei uns sein, ist ganz wichtig. Und das Smartphone ist also in der Regel bei den Menschen und das ist ein enormer Vorteil, weil man bekommt ja eine Push-Nachricht. In der Regel bei WhatsApp, die meisten Leute haben das ja so eingestellt. Man bekommt eine Push-Nachricht und das ist natürlich schon mal ein Vorteil. Also es ist was anderes als sonst. Man bekommt einfach eine Push-Nachricht. Und jetzt haben wir noch den besonderen Umstand, dass es WhatsApp ist. Und WhatsApp ist natürlich was sehr Intimes. Es ist eigentlich ein sehr intimer Kreis. Eine sehr intime Umwelt. Also man kommuniziert in der Regel nur mit Freunden, mit Bekannten, mit Familienmitgliedern, nur mit Leuten aus einem engeren Kreis kommuniziert man im WhatsApp. Und wenn du es da schaffst, als Unternehmen reinzukommen, dann bist du in einem sehr intimen Kreis. Das wird unterbewusst dir eine höhere Bindung zum Interessenten oder Kunden geben. 100%. Weil wenn du da drinne bist, dann ist das schon mal ein großer Vertrauensbeweis des Interessenten. Was solltest du rechtlich beachten? Und das ist im Prinzip gar nicht so viel. Es läuft im Prinzip ähnlich wie E-Mail-Marketing. Jemand muss sich quasi aktiv in diese Liste eintragen. Da muss er deine Nummer, also er muss quasi deine Nummer speichern und dann muss er dir eine Nachricht schicken mit zum Beispiel Start. Das Wort legst du vorher fest und wenn er dir Start schickt, heißt das, okay, ab jetzt kannst du ihn mit Informationen versorgen. Du musst aber auch vorher festlegen, welches Wort er dir senden muss, damit er aus der Liste wieder gelöscht wird. Das sind im Wesentlichen die Hauptfaktoren, was du wissen solltest oder was ich am relevantesten finde. Was du wissen solltest, dazu werde ich dir noch einen Blogartikel von meinem Schwenke, dem Anwalt für Medien und Social Media, verpacken in die Shownotes. Und da kannst du dich dann tiefer einlesen, wenn es ernst wird. Welche Einsatzmöglichkeiten oder welche Ziele kannst du damit verwirklichen? Wie kannst du es umsetzen? Du kannst zum einen es als Newsletter benutzen, ja? Als ganz normalen Newsletter, einmal die Woche, einmal im Monat, wie du halt dein Newsletter rausschickst. Und du bekommst natürlich über das Smartphone per Push-Nachricht, ist natürlich extrem cool. Du kannst es als Informationsdienst nutzen.
das machen zum Beispiel viele Medienhäuser, Wetterstationen oder irgendwie Stau-News. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wie man das als Informationsdienst einsetzen kann. Dann kann man das auch noch zum Kundensupport einsetzen. Und das ist natürlich extrem cool, weil die Leute wollen ja kurze, knackige Wege. Die wollen ja am liebsten die Antwort rausschicken und direkt, also sie wollen die Leute wollen ja am liebsten die Frage rausschicken und direkt die Antwort bekommen. Und dieses Gefühl gibt ihnen auf jeden Fall WhatsApp. Das Gefühl kriegen die Leute auf jeden Fall durch WhatsApp. Man ist es gewohnt, auf WhatsApp eine zügige Antwort zu bekommen. Und ich wette, wenn jemand die Option hat, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht oder schreibt mir eine E-Mail, dass 90% der Menschen wahrscheinlich WhatsApp nutzen würden. Weil man einfach denkt, dass man eine schnellere Nachricht bekommt. Kurze, knackige Wege und was natürlich wieder die Bindung verstärkt. Wenn man da seinen Job gut macht, dann wirst du definitiv die Kundenbindung zu deinem Kunden erhöhen. Definitiv. Dann habe ich noch was Cooles gesehen. Du kannst auch zum Recruiting oder Personal Marketing nutzen. Ein cooles Beispiel war bei Daimler. Die haben 100 Interessenten für einen Job quasi in eine WhatsApp-Gruppe gesteckt. Und dann haben die von 8 bis 4 haben die da Rede und Antwort gestanden. Und das kam super cool an. Und die Leute hatten auch die Option, ein eigenes Chatfenster aufzumachen und dann quasi nochmal persönlich mit jemand zu reden, wenn sie was Persönlicheres hatten. Keine Ahnung. Ne? Es ist auf jeden Fall rausgekommen, dass die meisten Leute das extrem cool fanden und man setzt natürlich auch ein Signal nach außen zu der neuen Generation. Man muss natürlich auch gucken, wer ist meine Zielgruppe, welche Stelle will ich besetzen. Das ist natürlich nicht für alles interessant, aber man setzt nach außen Signal, hey, guck mal, wir sind modern, wir gehen mit der Zeit, wir sind da, wo du bist. Wir sind da, wo du bist. Du kannst in der Bahn sein, das ist egal. Du kannst jetzt mit uns in Interaktion treten. Es ist vollkommen wurscht. Du kannst auch am See liegen und chillen. Komm in die Gruppe, wir quatschen ein bisschen. Und das werden die Leute einfach gut finden und auch honorieren. Was du auch machen kannst, du kannst zum Beispiel sagen, einmal die Woche kriegst du von mir die besten Angebote. Wenn du zum Beispiel der örtliche Tante-Emma-Laden bist, der, keine Ahnung, kannst du auf alles adaptieren. Es ist vollkommen wurscht. Sportladen, Restaurant, keine Ahnung. Da muss man natürlich auch immer individuell sehen und ein bisschen die Fantasie schweifen lassen. Und da gibt es unzählig viele Möglichkeiten. Das finde ich natürlich auch cool. Was du auch noch machen kannst, finde ich auch eine coole Idee. Könntest zum Beispiel Leuten, das kommt auch auf deine Person an, ne? Oder auf dein Standing. Du könntest zum Beispiel, oder auf deine Branche oder Zielgruppe, du könntest zum Beispiel auch, fällt mir spontan ein, Dirk Kräuter ist einer der größten Verkaufstrainer in Deutschland, der könnte zum Beispiel jeden Morgen ein Foto oder einen Spruch an seine Community senden oder an diese WhatsApp-Gruppe, der die Leute einfach motiviert. Ja, das Motivation ist im Verkauf ja was ganz, ganz Wichtiges. Das könnt ihr jeden Morgen machen, zum 7 Uhr zur Motivation, damit die Leute richtig geil in den Tag starten. Wie cool ist das denn? Also finde ich eine coole Option. Muss man dann natürlich gucken, von Branche zu Branche, wie man es umsetzt. Ansonsten kannst du natürlich auch ganz normales Content-Marketing über WhatsApp machen. Was ich auch noch, das ist eine Idee, die ist wirklich, ich sag mal, 10 Minuten alt. Ich habe die noch nicht so mega genau durchdacht, aber ich finde es sehr, sehr charmant. Man könnte doch auch Sprachnachrichten verschicken. Jetzt nehmen wir wieder das Kräuterbeispiel, den die Leute einfach lieben, den die abfeiern. Und wenn der jeden Morgen jemand eine Sprachnachricht schicken würde, eine persönliche Sprachnachricht, einfach so, so 10 oder 20 oder 30 Sekunden, hey, ich wünsche dir einen geilen Tag, so, was sagt er immer, fette Beute, bla bla bla, so, denk an deine Stärken, einfach was zum Motivieren, zum Pushen, das ist auch eine Option. Finde ich cool. Also das sind jetzt so die Kernmöglichkeiten. Also du siehst, es ist sehr vielseitig und es ist deiner Kreativität, sind keine Grenzen gesetzt. Es sind deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt und ich komme gleich noch zu 1, 2, 3 coolen Beispielen. Was solltest du jetzt bei der Umsetzung beachten? Auf jeden Fall sollte das nicht lang sein. Du solltest da keine Blogtexte reinballern. Das sollten in 3, 4 Zeilen, sollte es knackig auf den Punkt kommen. Dann kannst du noch einen Link reinsetzen und dann war es das. Mehr sollte das nicht sein. Die Leute haben nicht so einen Bock, Riesentexte zu bekommen. Wichtig ist auch, dass man eine solide, eine gute Frequenz hat. Dass man nicht
zu oft die Leute damit vollballert, weil sonst wird's irgendwie, sonst hat man relativ schnell keine Lust mehr darauf. Es muss in einer guten Frequenz sein. Man merkt das ja am Feedback, ne? Wie viele Leute tragen sich ein, wie viele Leute tragen sich aus. Wann ist die Frequenz angemessen, wann ist die wenig, wann ist die zu wenig. Das muss man ein bisschen testen, aber es ist wirklich essentiell, nicht 10 Nachrichten am Tag rauszuhauen, dass man sich wirklich nur auf die relevanten News beschränkt. Wenn man eine Push-Nachricht rausschickt, dann muss es quasi so sein, dass derjenige, der sie bekommt, gar keine Chance hat, nicht auf den Link zu klicken, jetzt als Beispiel. So wichtig muss diese News sein. Weil wenn man sich, das ist halt der Nachteil bei WhatsApp-Marketing. Die Leute sind ganz schnell wieder draußen. Wenn die das nervt, wenn man die zu viel zuspammt, dann sind die ganz schnell aus der Gruppe raus. Dann haben die keinen Bock mehr. Deswegen muss man dann eine gewisse Sensibilisierung an den Tag legen und sehr smooth an die Sache rangehen. Und da ist halt auch Worst-Practice-Beispiel, das ist nämlich Sport 1. Ich muss zugeben, das kommt aus 2014. Ich weiß nicht mehr, wie sie es heute machen. Ich habe mich dort damals in diesen WhatsApp-Newsletter eingetragen. Und ab diesem Tag, das habe ich 1, 2, 3 Wochen gemacht, ab diesem Tag hat mein Handy nicht mehr stillgestanden. Ich habe bestimmt 20 Push-Nachrichten von denen am Tag bekommen. Zum Teil alle 10 Minuten. Und zum Teil über Themen, die mich gar nicht interessiert haben. Es war wirklich eine Flut an Nachrichten. Das hat mich so abgenervt. Und ich habe es nur lange gemacht, weil ich sie einfach stalken wollte. Aber das hat mich so, so abgenervt. Normalerweise hätte ich mich am ersten Tag schon abgemeldet. Und ich weiß auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das effektiv ist. Ich hätte an ihrer Stelle, so würde ich das machen. Ich würde verschiedene Channels aufmachen, also verschiedene Chats und sagen, hey, wenn du Nachrichten zum Thema Fußball haben willst, dann trag dich jetzt ein. Wenn du wenn du Nachrichten zum Thema Tennis haben willst, dann trag dich in diese Liste ein, zum Thema Eishockey, bla bla bla. So kann man das schon mal unterteilen, weil ich habe zum Beispiel auch eine Nachricht bekommen, der und der ist Curling-Weltmeister. Yeah, what the fuck? Es interessiert mich nicht. Ja, das war mir einfach zu inflationär. Und selbst wenn ich mich in Fußball eintragen würde, dann interessiert mich auch nicht die 10 Prellung vom Großkreuz. Dann, das müssen schon wichtigere Nachrichten sein, ne? Da muss man wirklich auch ein bisschen lernen und auch ein bisschen reflektieren und auch aus den Austragungsraten gucken, wie entwickelt sich das, warum haben sich die Leute ausgetragen, wie hoch war die Frequenz, war vielleicht die Nachricht, die ich verschickt habe, nicht gut. Und Sport 1 hat das, glaube ich, heute noch. Ich weiß nicht, ob sie es verbessert haben. Falls ja, dann I'm so sorry, aber 2014 war es einfach vollkommener Bullshit. Ja. Sorry. Jetzt kommen wir aber zu den positiven Beispielen. TUI macht das sensationell, kann man sich ein gutes Beispiel dran nehmen. Saturn macht das super, Bed at Home macht das sehr gut. Aber mein Lieblingsbeispiel ist Salz und Brot, ein Immobilienmakler. Die machen das ziemlich smart, man kommt auf eine Landingpage und dann stelle ich so ein, was suche ich denn? Man hat ja immer quasi ein Suchmuster. Ein Haus, bla bla bla, die Summe, die und die Zimmer, das und das. Das stellst du quasi einmal ein und dann sagst du, ich möchte mich jetzt in die Liste eintragen und dann bekommst du quasi alle aktuellen Angebote zu deiner Suche. Und das ist schon sehr smart gemacht. Das ist schon sehr, sehr smart gemacht. Und vor allem mit der Segmentierung vorher, dass das Unternehmen vorher schon hingeht, weil was nutzt mir das, wenn ich ein Haus suche und ich kriege die ganze Zeit irgendwelche 2-Zimmer-Buden um die Ohren geschmissen. Sie segmentieren das vorher, so ist auch gewährleistet, dass die Leute, wenn sie eine Push-Nachricht bekommen, dass es sehr interessant für sie ist. Sehr smart gemacht, ist mein Lieblingsbeispiel. Packe ich dir gerne in die Shownotes. Welches Tool eignet sich dazu? Also ich habe dir gesagt, anfangs habe ich gesagt, du kannst es ganz easy über dein eigenes Handy machen oder du kannst es mit einem zweiten Handy machen, gar kein Problem. Wichtig ist aber, dass du die Broadcast-Option nutzt. Das wird ganz selten genutzt, aber die Broadcast-Funktion hat den Vorteil, dass du an eine Gruppe was verschicken kannst, aber wenn dir einer antwortet, dann sehen das nicht alle, dann ist das ein eigener Chat. Bei einer Gruppe ist ja anders, wenn einer antwortet, sehen es alle. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen die Leute ja nicht nerven. Also Broadcast-Funktion nutzen. Das ist die Alternative oder die Option 1, wenn du es mit deinem Handy oder mit einem zweiten Handy machen willst. Option 2 ist What's Broadcast. Und das kannst du ganz easy auch über den Rechner machen und da kannst du auch Nachrichten planen. Das ist, sag ich mal, schon der nächste Step, die Professionalisierung. Ja?
auch mega cool. Wenn man wirklich richtig Bock darauf hat, dann sollte man die paar Euros in die Hand nehmen. Ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf nicht, wie teuer das ist. Ich glaube, 20, 30 Euro im Monat geht noch klar. Wenn man eine Liste von 1000 Leute hat und man möchte das professionell machen, dann sind diese 30 Euro eine sehr, sehr gute Investition, denke ich. Du kannst auch noch darüber andere Messenger ansteuern. Also echt cool. Kannst du auch planen. Kann ich nur empfehlen. Werde ich dir verlinken. Ja, ich denke, ich bin soweit durch. Ich denke, das war eine ganz coole Sache und ich glaube, ich habe dir eine ganz coole Option an die Hand gegeben. Ich wünsche dir einen charmanten Tag, gute Geschäfte, stay social, dein Patrick, ich bin raus. Ciao! Bis nächste Woche bei der Social Media Podcast Show. Für mehr folge Patrick Kriebel einfach unter facebook.com/kriebelpatrick.